So, willkommen zu der Minecraft Let's Play. Wir haben noch ein bisschen Zeit gefunden, also eine Folge ist noch die alte Aufnahmephase und damit müsst ihr jetzt noch leben. Ich werde aber so oder so auf den Kommentar eingehen und hoffe, es fühlt sich jetzt keiner irgendwie vom Kopf gestoßen, dass ich jetzt das erst gesagt habe, ja, das ist jetzt erstmal die letzte und jetzt kommt doch noch eine raus. Gerade wenn sie jetzt erst am nächsten Tag ist, kann ich es verstehen. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, alles anzusprechen, was mir so schreibt. Und ich werde auch versuchen, möglichst viel davon umzusetzen. Also was geht. Also ich werde jetzt nicht große Kathedralen bauen. Oder, also wenn, dann werde ich so bauen über, naja, zig Folgen. Uah. Das hat uns Chris bei hier runtergestummt. Ich baue jetzt, ja, ihr seht es richtig, endlich diese Treppe. Ich hoffe, ich zünd mich nicht selber an, weil wir kommen jetzt noch eins näher zum Lavafall. Und ich baue jetzt endlich diese Treppe. Da werden manche sagen, na endlich, da warte ich schon seit 20 Folgen drauf. Es ist endlich soweit. Also eigentlich müssten wir jetzt alle eine Flasche Sekt aufmachen oder sowas. Flasche Bier, Champagner, Wein, was euch gefällt. Der Bierhamster baut verdammt nochmal endlich seine verdammte Treppe. Ah, und er ist so proud, kloppt sich mir gerade mit dem Skelett auf dem Minecar. Ja, das ist eine richtig schöne Indiana Jones Bahn. Kann ich euch irgendwie helfen? ja, schnell ist was anderes. Ja. Ja, nö, das ist, ja, die Bahn ist halt langsam. Das... Ah, Alter, hast mich erschreckt. Ich dachte gerade, ich krieg da schon wieder einen Creeper um die Ohren. Wo? Nicht wahr? Wo? Ach, da. Ja, gib ihm. Oh, ne, ich musste, weil die Treppe so kam. Ich musste dies eins weitersetzen, weil die Treppe von oben so runterkommt. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Also, sorry. Ist halt so, wie es ist. Fertig, aus. Ich kann es nicht ändern. Der Creeper ist immer noch da. Theoretisch. Oh, da ist schon wieder das Skelett. Das Skelett, was du hier runtergezogen hast mit deiner Bahn. Ach so. Au. Na, hier ist hier noch ein anderes. Mensch, hier unten wimmelt's vom Gewürm. Nicht aufpassen, dass ich nirgendwo in die Lava fall, weil hier ist alles voller Löcher. Und ja, sterben ist nicht schön. Ach, verflucht. Treppe falsch gesetzt. Ja, da bin ich ja auch froh. Das hat man endlich mal geändert in der 1.1. Oder 1.0 sogar schon. Dass man endlich mal Treppen und Slabs abbauen kann, ohne dass man eine halbe Stunde dafür braucht. Also es war ja echt lästig. Da hat man ewig drauf rumgehackt und irgendwann macht das halt plopp und man hat die Treppe in der Hand. Aber das war ja, stand ja in keinem Verhältnis. Man hat ja länger gedauert, fast eine Treppe abzubauen, als ein Block Gold mit einer Eisenspitzhacke. Also, meh. Ja. Regt mich darüber auf, weil ich sehr gerne Dachfenster baue. Was heißt sehr gerne? Ich mag Dächer mit Dachfenstern. Punkt. Und wenn man dann aus dem Dach, weil man hat es erstmal gebaut, damit es dicht ist, anfängt, alles wieder rauszureißen, beziehungsweise Teile rauszureißen, damit die Dachfenster passen, dann weiß man irgendwann mal, wie nervig das ist, wenn diese ganzen Stufen einfach nicht kaputt gehen wollen. Ich meine, das ist nur halb so schlimm, wenn da nur ein Cobblestone-Block rauskommt, aus einer Stufe, das ist eine Sache, aber Cobblestone ist jetzt nicht so das Ding, aber eine andere Sache ist, wenn man eine Viertelstunde drauf rumklopft. Also, das war echt nervig. Oh, da ist jemand gestorben. Naja, ich konnte ihm jetzt auch nicht helfen. Ich habe weder Wasser dabei noch irgendwas in die Richtung. Und es hat uns gerade ein Skelett versucht anzuschießen. Ach, da ist es. Ja, hier wimmelt es von Skeletten. Gut. So, lass mal nochmal Ruhe runterlaufen. Ich glaube, du bist in Lava gefallen, oder Chris? Ja, er ist in Lava gefallen.
Ja, man kann sich da selber sehr schnell anzünden. Ja, ich mache da irgendwo mal Wasser hin zum Abbauen, aber momentan habe ich halt nichts zum Transportieren. Ich habe halt nur einen Eimer und das muss warten. So. Deswegen habe ich so ein Treppenbauen so verschoben, weil auch das dauert. Und das ist mehr so eine Luxusgeschichte. Also man braucht es nicht. So. Jetzt baue ich das noch ab. Zack. Klopp. Stufen hingebaut. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Cobblestone. Und dann gehen wir um die Ecke runter und dann haben wir die Treppen fertig. Da stelle ich mich 40 Vorgänger an. Also 20. Naja, so bin ich halt. Viel Gejammer um nichts. So, alles dicht machen. Damit wir nicht runterfallen beim Bauen. Und bauen, bauen, bauen. Bauen, bauen. Ach Mensch, jetzt fehlen uns tatsächlich noch ein paar Stufen. Aber hier unten haben wir ja noch einen Arbeitstisch. Also, eine Arbeitsplatte. Ja, ist das Ding. Workbench. Werkbank. Im Deutschen wäre es eine Werkbank. So. Ja, da muss ich. Ich könnte theoretisch die Sprache auf Deutsch umstellen. Fällt mir gerade so ein. Könnte ich eigentlich mal machen. Ich meine, mich stört es weniger. Oh, oh, oh nein. Nein, nein, nein. Zombie. Weg. Bleib mir von der Pelle. Oh, ich habe noch Steinschwert im Inventar. Eieiei. Stein. So. Bisschen vergammeltes Fleisch. Für den hohlen Zahn. Komm, das essen wir jetzt einfach mal. Zack. Zack. Jetzt haben wir Hunger. Für die nächsten 28 Sekunden. Keine Ahnung, was das macht. Ich glaube, wir kriegen mehr Hunger oder schneller Hunger. Und deswegen lohnt sich das eigentlich nur, wenn man mehr von vergammeltem Fleisch isst. Glaube ich. So. Treppe ist fertig. Dann nutzen wir sie doch. Gehen wieder hoch. Und dann können wir mal gucken, ob mal draußen unseren Windpark ein bisschen weiter ausbauen können. Also den Turm dazu, das mit den Anlagen dazu machen wir noch, weil wir brauchen halt die, wie heißt der Scheiß? Diamanten, genau. Diamanten brauchen wir halt für die ganzen Transformatoren. Und wenn ich mich recht entsinne, waren es mindestens brauchen wir zwei. Einmal zum Hoch und einmal zum Runter transformieren. Und bis wir die haben, dauert es halt noch ein bisschen. Weil, ja, Diamanten. Das kommt einfach nicht mehr so in die Tasche. So. So, dann mache ich wieder mal das ganze Marble. Und jetzt haben wir noch 6 Minuten in dieser Folge. Das ist quasi unsere Übergangsfolge, bis ich dann wieder auf eure, naja, Fragen und Anregungen eingehen kann. Und solange baue ich halt hier noch unseren Turm aus. So, hochgesprungen. Lalalalalala. Und seid nicht weg. Unterbrechen wir uns nochmal ein paar Knochen. Aber das macht ja nichts. Ja. Wächst alles nach. Wenn wir genug zu essen haben, was wir nicht haben. Aber theoretisch wächst es nach. So. Plop, plop. Ja, das hier wird hier quasi die Plattform. Da bauen wir halt unser Kabel rein. Unsere Transformatoren kommen da auch noch rein. Da müssen wir noch so ein Zwischengeschoss einziehen. Und oben, das wird also ein bisschen breiter. Und das können wir dann auch stückweise ausbauen. Das ist quasi modular erweiterbar. Bis wir dann irgendwann mal da oben so viel Zeug stehen haben, dass wir den Himmel nicht mehr sehen. Also, so groß will ich es nicht bauen, weil wir wollen ja einen Energiemix haben. Und nicht alles auf Windkraft setzen. Und wir brauchen dafür auf jeden Fall noch viel Speicher. Weil es gibt auch Tage, an denen kein Wind weht. Das musste ich schon schmerzlich feststellen. Da sind dann mal so ein paar Millionen Speicher ruckzuck weg. Einfach nur, weil kein Wind kommt. Und dann ist es halt einfach zu leer. Muss man halt mit leben. Muss man sich drauf einstellen. Boah. So. Jetzt habe ich mich ein bisschen blöd gebaut hier. Jetzt muss ich das ein bisschen nachziehen. So. Ja. So kann man ganz viel Marble aus der Höhle ganz schnell wieder woanders hinsetzen. Das überrascht mich sowieso immer bei Minecraft, wenn man so guckt, was man so unterirdisch alles weggegraben hat.
und was man eigentlich damit dann oberirdisch bauen kann. Also mit den ganzen Hohlräumen und so weiter. Ich hab da auf dem Server über die Zeit ein bisschen Cobblestone gesammelt und habe dann eine gewaltige Netherfestung errichtet. Also wirklich gewaltig. Und da saß ich dann so, dachte so, ja, okay. Man kann doch mit Cobblestone was Gescheites anfangen. Und es war groß. Und sie richtig groß. Naja. Kann man hier auch noch bauen, kleine Burg bauen oder sowas. Da ist gerade Chris unser Spezialist für. Der hat schon Burgen gebaut. Naja, hab ich noch nicht mal dran gedacht. Der hat quasi den ganzen Rundtürme gebaut und sich quasi ein System überlegt, beziehungsweise war ich mit dabei, wie die halbwegs rund aussehen. Und wir wollen das auch mal probieren mit hier Red Power, heißt das Ding ja. Weil wir können ja damit dann, naja, Zwischenblöcke bauen. In die Ecken. Und ja, Cornerstones und die Strips und so weiter, die geben dann ganzen dann eine runde Optik. Das wird noch richtig schön aussehen, denke ich mal. So, jetzt packe ich wieder unsere Angel aus. Weil ich habe gehört, bei Fischen bei Regen, also in der Realität, beißt da besser. Mal gucken, was bei Minecraft passiert. Wir brauchen einfach das Essen. Getreidefeld ist immer noch nicht reif. Äpfel gibt es auch gerade keine. Ach Mensch. Ja. Der Fisch ist entkommen. Ja. Schade. So. Den nächsten kriegen wir. Jede Wette. Hoffe ich. Ja. Gibt spannendere Sachen als hier mit meinem Minecraft. Ach verdammt. Bei Minecraft beim Angeln zuzugucken. Aber, naja. Gehört alles dazu. Let's Play und kein Let's Show. Und so quatsche ich mir halt einen Wolf, kriege ich immer mehr ein Pappmaul und hoffe, dass die Fische anbeißen. Na, oh, jetzt habe ich schon wieder verpasst. Das gibt's doch nicht. Ist doch schlauer als ich. Ist nicht wahr. Ja, dich hab ich. So. Du landest heute Abend auf meinem Teller. Mmh, Fisch. Lecker. Ja. Der Regen bei Minecraft. Schöne Sache. Zwei Fische? Hm. Müsste reichen. Könnte reichen. Aber wir kaufen. Wir holen uns lieber nochmal einen dritten. Kaufen. Lol. Holen uns nochmal einen dritten. Einfach nur um sicher zu gehen, dass wir auch satt werden. Und ich werde auch später von der Brücke aus den Weg müssen Gravel machen. Dass wir schon einen Gravel-Weg zu unserem Haus haben. Und unser Türmchen für unsere Windkraftanlage sieht ja auch langsam. Naja. Geht schon bald in Richtung Monumental. Das ist schön. Sieht doch klasse aus. Gerade mit dem Marble. Gefällt mir richtig gut. Ach ja. Ach nee, kann ich gerade nicht zeigen. Das habe ich total vergessen. Dass ich Peter lustig mal zeige, wie die Marble Bricks aussehen. Aber ist echt unspektakulär. Die sehen einfach nur aus wie Stone Bricks in weiß. Naja. Gut. Ansonsten stellt mir Fragen. Schreibt eure Fragen, Anregungen in die Comments. Ich gucke mir die an. Ich antworte auch persönlich auf eure Nachrichten bei YouTube. Soweit es möglich ist und es kein echter Humbug ist. Also ich werde jetzt nicht Fragen beantworten wie... Naja, okay, gehen wir total flach. Wie lang ist dein Penis? Also das macht keinen Sinn. Es müssen schon Minecraft-bezogene Fragen sein. Und dann auch nur, wenn ich sie nicht fünfmal im Let's Play beantwortet habe. Also wenn mich einer fragt, kann man mit Industrial Craft auch Strom produzieren? Dann werde ich das nicht beantworten, weil der hat offensichtlich nicht mein Let's Play gesehen. Da habe ich keinen Nerv zu. Also es soll ja für die Leute sein, die mein Let's Play gucken. Und nicht für... Es soll kein Tutorial sein für... Naja, ich weiß nicht. Überlegt euch was. Ich will jetzt nicht beleidigend werden, aber... Ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich keinen Nerv zu. Ich will ja auch irgendwie noch Zeit haben, für euch was aufzunehmen. Gut. Apropos aufnehmen. Die drei Eisen nehmen wir noch mit. Und dann ist es auch schon fast wieder soweit. Ja, schreibt eure Fragen, Anregungen in die Comments. Habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschö.